Von ziemlich abgedreht bis hin zu rhythmischen südamerikanischen Klängen. Beim Tag der Musik in Kempten am Samstag gab es für jeden Geschmack die richtigen Töne. Rund 30 Bands verwandelten die Kemptner Innenstadt in eine riesige Musikbühne. Die Zuschauer fanden es klasse und auch für die Bands ist der Tag der Musik eine besondere Veranstaltung. Und auch wenn die Klänge aus aller Welt kommen, die Musiker stammen hauptsächlich aus der Region. Ja, es Kempten und Umgebung, sind aber schon viele von hier. Wir haben aber auch den einen oder anderen, der schon aus Österreich da ist, weil sie gesagt haben, Mensch, wir haben davon gehört, wir finden das klasse, wir wollen auch dabei sein. Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, der Tag der Musik sollte vor allem auch Spenden einspielen. Heuer ging es darum, das Projekt Plan B des Stadtjugendrings zu unterstützen. Plan B ist ein Kinder- und Jugendhilfsfonds, den wir letztes Jahr gegründet haben. Wir haben ein Jahresthema, Armut hat ein junges Gesicht. Und da wollen wir eben Kindern und Jugendlichen helfen, eben am Vereinsleben teilhaben zu können, dass sie auf Freizeiten mitfahren können, dass sie eine gesunde Ernährung in den Jugendzentren bekommen. Das ist eigentlich so der Hintergrund von Plan B. Knapp 5.700 Euro sind am Samstag zusammengekommen, leider etwas weniger als die Jahre zuvor. Aber trotzdem, gute Musik und Sonnenschein. Wenn es nach so manchem Kempner ging, könnte sowas ruhig öfter geben.